könnte schlechter gehen. Da. Bam, bam, weg, tot. So, Dämon, kommt. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wer wo was ist. Bam, ein aufs Maul. So, ich muss mal gucken. Ach, guck an. Tja, mit Goliath legt man sich besser nicht an, Freundchen. Autsch. Bam. Okay. So, der oder der? Ich würde sagen der. Wow. Du. Den hier. Einfach mal einen aufs Maul geben. Jawohl. Du gehst mal hier hin. Und beschützt wieder. Du könntest wen heilen? Goliath. Unbedingt Goliath heilen. Jawohl. Wen kann man nehmen? Den. Jawohl. Ach, guck an. Du kriegst immer den hier zum Angriff. So, das reicht. Ja, so langsam, langsam. Aha, guck mal. Dorkin ist sein Geld wert, ne? Jetzt kommen die Bogenschützen an, diese Pisser. Tja. Junge. So, du. Ja, ich denke mal, der ist erledigt. Du kannst stürmen. So, wer ist das und das? So, 40 und 50. So, der wird gleich weg sein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So. Ja, den kannst du dann mal schon mal. Nein! Schade! Oh, ich dachte, ich kann stürmen. So, du kommst hier hin. Und kreist den halt an, dann ist der schon mal weg. Ich bin noch ein bisschen ruhiger, weil ich total kaputt bin. Und jetzt weiß ich, ich gucke gerade auf die Uhr. Die neue Folge hat schon wieder angefangen. Boah, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause, Hilfe. Oh, oh. Ich bin verletzt, macht ohne mich weiter. Damn. Ja, warten. So, der und der und die sind alle gut. So, dann gehe ich dahin und mache Eis. Guck an. Bam. Ja, komm. Wir schützen mal wieder alle. So. Angriff oder? Komm, wir stürmen. Das ist ja total sinnfrei jetzt. Aber egal. So. Dann machst du halt den. So, viel mehr dürfte jetzt nicht mehr sein, ne? Ja, versuch mal halt. Wir haben Dorkin. Dankeschön. So, jetzt kommen wir aber. Achso, du. So, und ein aufs Maul. Was hältst du davon, hä? Nicht so viel. Habe ich mir gedacht, ist aber nicht schlimm. So, du gehst jetzt hier runter und schlitzt ihn auf. Danke. Krieg ist eine wahrscheinlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir so leid, Goliath. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Goliath. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst.
Boah, 3,5 Stunden Aufnahme. Also nach 3,5 Stunden mache ich aber definitiv eine 100%ige Pause, ne? So, im Norden ist es leichter, aber dauert länger, oder was? Wie war das? Also da haben wir 1, 2, 3 Geheimwaffen. Und hier unten? Der Kawaii. Die Brücke am Kawaii, guck mal. Machen wir die Brücke am Kawaii. Ach du Scheiße. Lusche. Seht mich gefälligst an, wenn ich mit euch rede. Mein Herr? Ihr müsst die Brücke um jeden Preis verteidigen. Welche Brücke, mein Herr? Was wollt ihr damit sagen, welche Brücke? Die Brücke direkt hinter uns natürlich. Ja. Ach, diese Brücke, aber natürlich. Na klar, und genau deshalb müsst ihr sie verteidigen. Vor wem, mein Herr? Na, vor allen, die sie einnehmen wollen. Die Brücke einnehmen, mein Herr? Wo wollen sie die hinbringen? Also gut. Ich werde mich einfach und klar ausdrücken. Lasst diese Brücke nicht aus den Augen. Wenn sich jemand nähert, schießt zuerst und stellt nachher Fragen. Kapiert? Ich glaube, dieses Mal war ich ziemlich klar. Klar wie Kloßbrühe, mein Herr. Boah, Kloßbrühe hätte ich so Bock drauf, ey. Boah, Kloßbrühe. Also gut, ich schieße nachher. Nach welchen Fragen? Also, du bist echt dumm wie Brot, ey. Der Feind scheint die Brücke wirklich verteidigen zu wollen. Ich frage mich, ob ein Frontalangriff die kluge Taktik ist. Wir könnten ihn täuschen. Und wie genau soll das gehen? Nun, so könnten wir siegen, ohne zu kämpfen. Wir Dämonen nennen das Feigheit. Das hängt wohl von der Betrachtungsweise ab. Darüber nachzudenken, bevor wir uns in den Kampf stürzen, kann nicht schaden. Nemesis erwägt, mehr Soldaten für unsere Truppen zu rekrutieren. Wir brauchen sämtliche Hilfe, die wir bekommen können. So Leute, pass mal auf. Wir kommen im Kommandozelt und wie wär's mal damit? Ja. Oh, ach so, guck mal, ich hab keine. So, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, fliege ich jetzt mal. Ah ja. Hallo? Dein Ernst? Also ich fliege jetzt mal zu einem Ort, wo wir sicher hundertprozentig speichern können. Dankeschön. So. Weil ich weiß nicht, inwiefern wir es jetzt speichern. Ob das jetzt bei nach jedem Kampf zwischenspeichert, ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal in die Zukunft, beziehungsweise in die erste Zukunft oder zweite Zukunft, beziehungsweise Gegenwart, ich weiß es nicht. Hier. Nicht? Okay, pass auf. Dann machen wir das nochmal so, dass wir nach Genua fliegen und dort einmal im Gasthaus, ja, ich glaube im Gasthaus, das wäre es, ne? Dann speichern wir doch automatisch, ne? Ja, sorry, ich. Hilfe! Ich kann nämlich gar nicht mehr, Leute. Ich kann gar nicht mehr. Sowas von komplett gar nicht mehr. Und weil ich mir halt so unsicher bin, ob nach jedem Kampf wirklich gespeichert wird oder zwischengespeichert wird. Weil eigentlich dürfte es ja. Ja, komm, wir wollen die Segel setzen. Genua. Okay, wo ist jetzt... Nein, da ist es nicht. Wir können in unseren Haus... Kann man in unser Haus eigentlich rein? Geht das? Ist das unser Haus? Nein, ne? Nee. Egal, wir wollen ja dann sowieso ins Gasthaus. So, McDonald's. Hier ist das Inn. Lalalala. Hallo. Ihr möchtet schlafen gehen? Von euch verlange ich nur 50 Gold pro Nacht. Wie hört sich das an? Wie ihr wollt. Ich habe doch ja gesagt. Hä? Wie? Ich habe doch ja gesagt. Hä? Ich check das jetzt nicht. Okay, pass auf.
Nee, mir ist das jetzt zu riskant, weil es hat doch echt schon ein bisschen lang gedauert. Ich bin so platt. Ich gehe jetzt in die andere Zeit und dann penne ich nochmal. Ey, was ist denn das hier? Ist der doof? Wenn ich jetzt wüsste, dass ich gespeichert habe, dann wäre es ja eine andere Sache, aber so. Boah, ich bin fertig. Ich bin fertig. So. Okay. So, komm, mach mal die Zukunftsdings. Weil da, soweit ich weiß, bin ich hundertprozentig auf der sicheren Seite. Hoffe ich jedenfalls. So. Dalala. Boah, ich kann echt kaum noch sprechen. Mein Hals tut richtig weh. Ja, wir wollen den Segel setzen. Segel in See stechen. Segel setzen und in See stechen. Na komm. Nein. Ah. Ja. Ja, natürlich. Ja, wollen wir. Mhm. Super, danke. Guinea, Genua. Ah, egal. Hallo. Obwohl, hier haben wir doch... Egal, wir gehen erstmal ins Inn. Meine Tochter spielt gerne mit Freunden im Hof des Gotteshauses. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch was daraus machen. Dann würde ich kurz ausruhen. Ja. Leider sind die Befehle der Miliz ziemlich strikt. Ich darf keinen Freund unterbringen, es sei denn, es handelt sich um Anhänger des Propheten. Aber was soll's, ich beschwere mich nicht. Erzähl bitte niemand, dass ich mich beschwert hätte. Ach Gott. Pass auf. Wir haben doch ein Haus gekauft, ne? So, dankeschön. So, jetzt kann ich mich doch hier... Ja... Ihr fühlt euch gut, ausgeruht und voller Tatendrang. Heißt das denn jetzt tatsächlich, dass wir jetzt... Boah, das wäre ein Traum. Okay. Blam, 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 blam. So, Fraps spackt auch schon langsam rum wieder. Hat auch schon wieder keinen Bock. Ach, guck an. Ich kann hier nicht... Doch, ich kann hier landen, ne? Hallo, landen. Danke. So, und dann wieder zurück. Und dann kommen wir ja dort im Wald zurück und dann ausmachen. Vielleicht haben wir ja Glück und starten von dort oder auch. Ich habe keine Ahnung. Ich werde nicht. Ist ja richtig, ne? Jawohl, ist richtig. Obwohl, dieser strategische Teil, der gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so meins ist, aber doch, das ist so einfach und simpel gestrickt gehalten. Gefällt mir. Ja, lass mich doch los hier, verdammt. Was ist denn los mit dir, ey? Ey, Hammer, ey. Hör mal, ey. So. So und so. Lalala. So, der Kawaii. Kann ich den hier auch? Ich geh mal ganz kurz reingucken. Geheimwaffen. Lusche. Wir werden Dämonia belagern. Die Katapulte müssen in absolut makellosem Zustand sein. Ich verlange mich darauf, was? Ich verlasse mich darauf, dass sie unterwegs schützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke? Ihr habt bestimmt jede Menge magische Kräfte, mystische Relikte und all sowas, stimmt's? Ja, ja, natürlich. Worauf wollt ihr hinaus? Nun ja, warum sollen wir diese großen Maschinen selbst bewegen? Ihr könntet sie zum Fliegen bringen, sie teleportieren oder sogar eine magische Abwehr benutzen. Das könntet ihr doch, oder?
Ist es tatsächlich schon so spät? Ich muss wirklich los. Vielen Dank. Wie genial. Ach, und wenn ich auch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das von Sold abgezogen. Soldatin, Vorwärtsmarsch. Hä? Lusche? Der Moni ist in der anderen Richtung. Ach ja, wirklich? Also gut, ganze Abteilung kehrt. Alter, nein, 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 ihr nicht, ich. Halt, wartet, ich nicht, ihr. Andersrum. Hm? Na gut, fangen wir von vorne an. Gott. Wie schrecklich, diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt, wenn die Belagerungswaffen Dämonia erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut. Wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. Zertrümmern wir sie. Okay. Was? Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von hier. Bin mal gespannt, wo wir nächste Woche landen. Ach, nächste Woche, morgen. Also halt in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Und ja, lieben Dank fürs Zuschalten, fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ach, ich bin platt. Ich wünsche euch noch alles Liebe und alles Gute. Tschüss.